geht ab, Leute? T-Mobile hier. Jo. T zu dem B zu dem T. Welcome Stadt. Mit einem Bandless Review. Jo. Wer die kommende Bandless im Januar? 2015. Jo. Fangen wir an. Ja, was haben wir da? Die gewinnten Karten zuerst, oder der gewinnten Karte? Jo. Ja, super Pulli. Ich finde ja, die Karte gehört schon gebannt. Das ist schon allein, dass die Karte kann doch nichts machen. Das ist schon ziemlich broken, würde ich sagen, oder? Leider. Und es hat doch mehr Memory, sag ich. Das wäre toll auch. So einfach extrem ein Powerplay gegeben, wenn man behind ist, dass man mit super Pulli faul ist. Ich finde es einfach unfair. Oder? Ja, leider. Also ich bin ja Shadow-Spieler, deswegen leider gebannt, aber. Aber schon unfair, kann, muss ich dazu geben. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch gegen Hero. Ja, genau, Structure Deck. Haben die schon mal ein bisschen vorgesorgt. Aber die Karte war mal auf 300. Jetzt. Ja, damals konntest du halt nur E-Hero spielen. Yay. Und für minus 1 aber halt nur. Ich freue mich auf das neue Hero. Aber ja, leider kein Superpoly, was aber. Das finde ich. Ja. Gut. Das war's von den gewählten Karten. Es gab nur eine gewählte. Ja. Letzte Liste gab es ja, glaube ich, nicht mal eine. Nee, ich glaube nicht. Okay. Interessant. Dann Limited. Limited. Points. Das hat mir auch wehgetan. Die Liste hat mich richtig gefickt. Spielst du schon toll mit Dings, Abzweck? Ja. Yeah. Smogal Attack auf 1. Traurig. Yep. Aber ist die Chaos Ring Variante eh nicht besser? Doch, warte, ist sie auch. Okay. Also, ja, Moderator auf 1, ich finde es. Verdient, ich mag diese Engine gar nicht. Also ich hasse es dagegen zu spielen, aber es war schon eine lustige Engine, die konnte man halt in verschiedenen Decks reintun, weißt, damit die irgendwie competitive sind. Also ist halt komplett tot eigentlich. Jo. Sanctum auch von 35 auf 15 Euro gesunken. Jo, hab's gerade gesehen. Echt brutal. Ja, leider, also. Wurde Zeit, aber ist jetzt einfach komplett tot. Ja. So, nächste Karte, die einige Leute überrascht hat, wie ich denke, oder? Auf jeden Fall. Ist Schnappstall. Eins. Wobei manche Leute sich aufgeregt haben, wieso Brain Control nicht statt Schnappstall kommt, aber ich finde halt Schnappstall ein bisschen schwächer im Format als MSD-Format, also MSD halt auf 3. Ja. Kann man das schon auf dem Spiel, würde ich sagen. Ich denke schon, aber. Trotzdem ist es halt ein krasser Top-Deck, also keine Ahnung. Ist einfach stark die Karte, oder? Ich weiß gar nicht, wie stark die eigentlich jetzt noch ist, weil. Theoretisch, also wenn du das Monster übernimmst, wirst du ja exziehen oder synchronisieren oder so. Oder fusionieren. Mhm. Und das kann man eigentlich mit Mind Control auch. Und das spielt halt gar keiner. Ja, mit dem kannst du ja. Ja, das. Und Effekt nutzen kannst du eigentlich auch mit Mind Control, also BLS oder so zum Beispiel. Ja, das stimmt. Deswegen nur der Angriff jetzt. Ist jetzt anders als zu Mind Control. Er kann ja manchmal, er war zum Beispiel, also damals hat dieses Top Deck Brain Control Attack for Game war ja ziemlich oft da. Ja, ja, natürlich. Deswegen wird es vielleicht mit dem auch so sein, deswegen weiß ich nicht. Jetzt ist es halt nicht mehr so auf Angriff, aber. Auf jeden Fall immer noch stark. Ja, ich glaube, der wird schon fast in jedem Deck gespielt, oder? Ja, eigentlich schon. Du kannst. Zum Beispiel, keine Ahnung. Burning Abyss meistens so. Once übernehmen und dann überlagern oder so, keine Ahnung. War schon, Ja, Mirror Magic ist vielleicht auch schon klar. Ja, genau. War schon diese Downer Magician kannst du drauflegen. Mhm. Clifford kannst du tributen oder so. Und Shadow kannst du halt dann fusionieren, also. Wird, glaube ich, schon gespielt. Ich verstehe, wieso Mind Control fast gar nicht gespielt in dem Format. Glaube ich, ist nicht schlecht. Eigentlich schon, ja. Mit den ganzen Overlays und sowas. Aber ja. Auf jeden Fall Schnappstall auf 1. Der ältesten Karten. Und ja, cool eigentlich so alte Karten wie das. Ich hoffe, das ist der Trend. Geht weiter. Ja, Konami hat ja eh gesagt, die wollen eigentlich, dass irgendwann mal jede Karte weg von der Bandlist ist. Also wieder im Spiel ist. Also der Gegner und dann Schnappstall ist schon arges Format. Ja. Gut. Nächste Karte ist Synchromonster. Ich glaube, den kennt jeder, Dark Strike Fighter. Das ist der Reaktbomber. Der hat ja ein Dings bekommen. Router.
Und man kann jetzt nur einmal Brutal machen, oder? Ja, genau. Und nur noch Main Phase 2, glaube ich, oder 1 oder so. Okay, weil nur noch Main Phase 1 ist die Bullshit. Ich glaube schon. Irgendwie sowas auch noch, ja. Ja, dann ist ja. Bomber war halt damals ziemlich OP mit das Einkommen, wurde halt so über 8000 Damage geclashes, aber. Ich finde jetzt ist er balanced in der Karte, aber kann ich mir auf die Pin. Ja. In Japan ist er, glaube ich, hier auf 3 jetzt. Also. Ja. Lies mal ganz kurz den neuen Effekt. Ja. During your main phase. Ja, nur in der Main Phase 1 geht's. Das heißt, das ist ziemlich. Das heißt, er kann nicht angreifen und dann Tributen. Nope. Ja, richtig schlecht. Ja. Wäre es nur in der Main Phase 2, wäre es richtig gut. Also, richtig gut nicht, aber ein guter Powerplay zum Finishen und so weiter. Ja. Aber so ist halt komplett useless. Gut, das waren die Limiteds, oder? Ja. Ja. Jo. Nächste Karte. Nämlich Pro Gegner. Honest. Ja. Überraschend. Sehr überraschend. Also Honest war nie, also. Honest ist ziemlich OP, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wenn du kannst mit ziemlich. Wenn man. Du kannst ja Honest auf Honest droppen, oder? Geht das? Ja. Also zweimal Honest aktivieren. Ja. Das ist ja fast schon eine OTK. Wenn du das mit dem, keine Ahnung. Wenn du ihn. Ist auf jeden Fall mächtig, ja. Auf jeden Fall mit BLS ist das immer OTK. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich finde Honest ziemlich stark. Vor allem jetzt, ich weiß nicht, wie das neue Hero Deck aussieht, ob man da noch alle Sentry spielt. Spielt man das? Ich hab keine Ahnung. Muss man spielen. Wahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, ob da Honest gespielt, weil es mit der Target gibt, aber trotzdem ist die Karte ziemlich gut für Lights One, Satella und etc. Ist Satella, ja. Mhm. Wird interessant. Wenn Lights One jetzt noch so einen anderen Pool bekommt wie Brigade oder sowas auf 2, dann wird das Deck schon ziemlich gut. Es ist immer so ein Deck, was ich so immer zerstören kann, oder? Und noch mit. Damals war ja nur Protect Domina mit den 3 Honest und was weiß ich. Setze von Agent. Oh shit, Agent. Agent. Es gibt ja einen Typ in unserer Locus, der nur Agent spielt, den kennst du. Ja, aber wurscht. Okay, also auf jeden Fall Honest 2. Nächste Karte, eine Zauberkarte. unerwartet, glaube ich auch. Dark Hole of 2. Ich glaube, das gab's noch nie in Yu-Gi-Oh, oder? Nee, aber. Dark Hole of 2. Also jetzt mit Regeki und Dark World of 2 ziemlich viel Monster Removal Format, oder? Ja, schon, aber bringt halt nichts. Kommen halt alle Effekte immer noch. Ja. Deswegen. Ich weiß nicht. Die meisten haben eh nur Regeki gespielt. Ja. Und die war auch nicht gerade so toll. Nee, eigentlich nicht. Deswegen. Also. Vielleicht, wenn sich das Format ein bisschen ändert, vielleicht die Karte löst. Weiß nicht. Derzeit ist sie halt. Ich glaub, ja, vorbei, man. Die wird auf 3 gehen und dann nie wieder gespielt werden. Ja, Yogi ist irgendwie komplett anders geworden als damals. Oh, wurscht. So, Dark Hole of 2. Nächste Karte, ziemlich unverständlich. Also, das macht Konami jede Band so irgendeinen Scheiß auf 2 oder so. Also, Goyo Guardian auf 2. Goyo, ja. Skippt man den. Das will ich sozusagen. Auch so. Oldschool-Karte, die jetzt eigentlich nichts mehr kann. Ey, aber auf 2, wozu? Ich meine, gibt's irgendein Deck, das 6 ist? Nein, oder? Nur Blackwing. Oh ja, Blackwing. Hm, eventuell, aber so krass ist Goyo auch, ja. Nee. Ist halt 2 auf Bieter, oder? Ja. Ja, Goyo halt auf 2. Dann war's das mit den Semi-Limited, wie ich da sehe. Jetzt kommen nur noch die Unlimited. Das ist korrekt, ja. Ah. Ziemlich cool, ich finde Gale of 3. Ja, jetzt ist also, alles zurück. Mhm. Ich weiß nicht, das Deck irgendwie urlustig mit Top 2. Ich weiß nicht, ob es kompetitiv ist. Irgendeins toppt immer irgendwann. Ja, stimmt. Hätte man die Artifact Engine Deck in einem Special können? Warte mal. Man hätte. Hätte man BLS und Sorcerer spielen können und auf Level 8er Synchros. Oh mein Gott. Geld und 3 Level Win, holy shit. Ja, also keine Ahnung, ich würde das Deck mal auf Dashboard so testen, weil
Mir hat Black Knight damals immer getaugt. Schauen wir mal, ob das jetzt noch was kann. Ja. Was ist die nächste Karte? Die nächste Karte freut dich bestimmt. Oh yes. Gandhi auf 3. Ich hätte mich lieber bei den Dragoons auf 2 gefreut, aber Gandhi auf 3 ist okay. Ich weiß nicht, ob das so viel Unterschied machen wird, weil ich habe es gerade getestet. Mit Gunde auf 3 und... Ich weiß nicht, du brauchst halt immer noch... Das wäre just down. Der Dragoon ist halt nicht vorhanden, muss halt ziemlich gut zum Effekt ziehen. Aber trotzdem ist es gut, dass man halt noch mehrere Runden hat. Weil wenn du sie early ziemlich benutzt für einen Pike oder sowas, der kommt, oder ich weiß nicht. Dann hast du noch... später ein bisschen... Dann kann man, jetzt kann man halt wieder öfter auf Level 7 gehen, oder nicht? Ja, genau. Weil davor warst du nur, genau, also ziemlich, das ist nicht so oft so morgen krass Plague. Ich hab nur einfach so ein stabiles Wort, was mit Memory Work, keine Ahnung, das klingt irgendwie komisch. Aber jetzt wird's vielleicht eventuell besser. Schauen wir mal. Dragoons auf 2 nächste Liste und ich bin wieder glücklich. Kann passieren. Ja, oh, die nächste Karte, holy shit. So nice. Tengu auf 3. Tengur! Das ist interessant, ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Fahren wir jetzt noch mit, der Plant Engine zurück. Hallo? Plant ist back, würde ich sagen, oder? Theoretisch. Weißt du, was noch zurück ist? Ja? TG. Oh shit. Wie, oh mein Gott, das kann man jetzt spielen. Hat man mit Tengus gespielt, oder? Ja, hat man mit Tengus gespielt. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht, das Deck. Das ist ein TG-ME1, das fickt jedes. Und das ist... Will TG Skill Drain? Ja, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Magic Indie hat. Nee. Ich glaube nicht. Ja, ist eine gute Karte. Und Search Bomb mit Tanky, Mann. Richtig nice. Ich liebe Tanky. Das ist aber einfach ziemlich. Du hast einfach gar keine Angst, wenn du in der Hand. Ein Feedback oder sowas rausnimmst. Gute Karte, ich musste wieder welche besorgen. Vielleicht sehen wir in Zukunft irgendwelche Builds mit dem. Gut, nächste Karte. Was ist das? Ist das Reasoning, oder? Reasoning, ja. Ja. Reasoning auf 3. Ja. Auf was warte ich vorher? Auf 2 oder auf 3? Auf 2. 2. Das ist eine verrückte Karte, also ich. Mir fällt jetzt gerade nicht irgendeine Kombi damit ein, aber es ist immer so eine verrückte Karte, die irgendwas kann. Im Telfnet ist es damals gespielt, aber das habe ich nicht. Ja, ich erinnere mich. Mit Diamond ja. Dude und so. Oh shit. Und DDT hat man das damals ganz früh gespielt. Ja, war schon lustig. Keine Ahnung, die Karte irgendwas auf die Karte zu tun. Zu viel zuerst, aber im Burning Abyss ist es gar nicht so schlimm. Wieso? Dann sagst du einfach 3? Ja, der hat trotzdem ein Free Special. Wieso Special? Wenn der Gegner richtig sagt, dann. Ist im Grave, dann triggert das ja, oder? Oder muss vom Feld auf Grave? Nee, einfach wenn es gemüllt wird. Egal wie. Nee, nicht wirklich. Okay, die nächste Karte ist. Oder? Mit dem Shadow könnte man es vielleicht spielen. Ja. Da kommen die Effekte doch auch alle, oder nicht? Ja. Und die haben alle unterschiedliche Level. Oh shit. Triple Reasoning incoming, weißt du das? Ja, man. Das ist cool. Viele Karte geht weg vom Mann. Okay. Du kannst auch den Gegner mit dort playen, weil du kannst ja auch. Wenn du halt weißt, was du möchtest, mit alles auf der Hand hast, mit Breaks und so weiter. Ich finde die Karte cool. Ist nicht schlecht, ja. Letzte Karte? Hab vergessen, wie das heißt. Auswanderungsprophezei. Ja, genau. Wie ist das auf Englisch? Weißt du was? Transmigration Prophecy. Was kann die? Ist das im Deck? Ja, von 2 aus dem Grave ins Deck zurückmischen. Combo Wombo, irgendwas. Irgendein Loop. Okay, das sind nicht mehr da, die Combo, oder? Doch, aber. Ich weiß nicht, was die Combo war, aber wahrscheinlich ist die Combo jetzt zu schwach oder so. Okay, interessant. Also, keine Ahnung, wie die auf 2 war. Auf 3 jetzt. Ja, unnötig. Ja. Was gibt's denn noch zu Bandit zu sagen? Bist du zufrieden mit der Bandit? Oder was hättest du denn noch erhofft?
Eigentlich nichts, also. Sie derzeitig mit der Dix geschwächt werden, oder nicht? Nee, also damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Okay. Auch nicht so, Tour geht auf 2 oder sowas? Oh doch, Tour geht mal vielleicht. Ja. Ja. Doch. Also sonst ich eigentlich nichts. Ja, ich hätte gern Dragon gesehen, wie gesagt, aber. Schade, schade, Schokolade. Ja, was denkst du, wie das Format jetzt aussehen wird? Clifford und Burning Abyss. Ohne Shadow? Ja, ich weiß nicht. Nur weil Super Poly weg ist. Es war halt einfach eine Win-Option, aber wenn, das ist nicht die einzige. Wir werden sehen. Ich weiß es echt nicht. Ja. Vielleicht das, dieses Trishula und Hero Deck, genau, vielleicht. Ja, das, aber das kommt erst Ende des Formats, oder? Das zähle ich schon zum nächsten Format. Aber Hero kommt doch, ja, genau. Ja, Hero kommt früher, Ding. Niklas kommt später. Achso. Februar? Ja, okay. Ja, Ende Februar. Achso, ist ja auch gleich. Jo, dann willkommen im vorherigen Format, würde ich sagen. Burning Abyss, Clifford Shadow, bis Hero kommt. Aber Hero wird, glaube ich, auch nicht so krank. Das ist eh nur Anti, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Satellite Knight übernimmt den Platz von Tadol jetzt, Mann. Double Honest? Ja. Ich hab das Deck, ich weiß nicht. Ich bin zu monoton. Ja, Mutsche, was hast du dazu zu sagen? Fick dich, Konami, wo ist der Makro? Da ist er, okay. Da ist U-Bahn. Hast du jetzt von der U-Bahn auch deinen Socken können, aber wo ist der? Ja, ich würde mal sagen, das war's für die kommende Bandlist oder die jetzige Bandlist bald in der Woche. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, dass eine positive Bewertung wird. Jo. Und jo. EWT ist zurück. Ciao, Leute. Ciao.